Grace Kelly Soudre Mendonça lebt seit 1996 in Berlin. Sie hat ihre Heimat Bahia im Nordosten Brasiliens verlassen, um etwas von der Welt zu sehen. So ist sie in der deutschen Hauptstadt gelandet und ist geblieben. Berlin bedeutet mir Freiheit. Für alle Menschen, die hier leben, einfach. Und hier bietet so viele an. Es gibt so viele Grünfläche. Es gibt auch so viele Kulturen, unterschiedliche Leute. Und hier, dieser Ort, genau hier, wo wir sind, also es ist diese Brücke, die so schön ist und verbindet eine Stadt, die vorher getrennt war. Anfangs hat sich die studierte Agrarwissenschaftlerin mit kleinen Jobs über Wasser gehalten. Später organisiert sie Partys und wird gefragt, ob sie nicht auch mal Musik auflegen möchte. Das ist der Beginn für ihre Karriere als DJ. Der erste große Auftritt im Jahr 2000 bei dem Berliner Festival Heimatklänge. 2000, Heimatklänge war Brasilien-Thema. Und da habe ich offiziell für eine große Menge Leute, ich glaube 1000 Leute oder so, habe ich zum ersten Mal aufgelegt. War aufregend und total schön. Von da an tritt sie immer öfter in Clubs auf. Ihr Konzept, brasilianische Musik mit elektronischen Beats zu mixen, kommt an. Mittlerweile hat sie sich als DJ Grace Kelly international einen Namen gemacht und wird weltweit gebucht. Bei einem Berliner Radiosender hat sie 5 Jahre lang sogar eine eigene Sendung. Grace Mendonça lebt in Kreuzberg, in Berlins multikulturellem Stadtteil. Wenn sie Sehnsucht nach brasilianischen Gerichten hat, dann geht sie ins Café Mori. Hier gibt es zum Beispiel Feijoada, Brasiliens Nationalgericht. Es besteht aus schwarzen Bohnen, Fleisch und vielen Kräutern. Zur Fußball-Weltmeisterschaft wird sie sich hier auch ein paar Spiele anschauen. Dass das Fußballereignis in Brasilien stattfindet, sieht sie dennoch skeptisch. Verstehst du, Gelder sind dafür auf einmal für Stadion, die nur ein Spiel, wo ein Spiel stattfindet und danach nicht mehr. Und das Land braucht Krankenhäuser zum Beispiel. Es braucht Schulen. Also es braucht viel anders als diese WM, leider. Aber ich hoffe, dass die Leute weiter protestieren und dass diese WM so Geschichte macht, dass die Leute als Beispiel nehmen und dass sich was ändern, hoffentlich. Grace Mendonças Liebe gehört der Musik. Sie spielt auch in der brasilianischen Band Rainha As do Norte, die Königinnen des Nordens. Diesen Song widmen sie der Weltmeisterschaft in Brasilien. Das Trommeln hat die Brasilianerin erst in Berlin gelernt. Ich habe hier Unterricht genommen mit Leuten, so mit Dudu Tucci auch und mit anderen Leuten. Genau, erst hier gelernt. Und Musik habe ich auch schon in Brasilien gespielt. Weißt du, ein Samba, ein Kreis, wenn man Samba spielt, da habe ich immer mich reingemischt. Seit 2003 treten die Rainha As do Norte auf verschiedenen Festivals in Deutschland auf, unter anderem beim Karneval der Kulturen in Berlin. Zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft werden sie den Fans beim Public Viewing in Berlin einheizen. Zur Weltmeisterschaft werde ich hier in Berlin sein, bestimmte Spiele angucken und ich weiß nicht mit welchem Gefühl. Man fragt, ja, willst du das Brasilien gewinnen? Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Und auch nach dem großen Fußballereignis wird Grace Mendonça weiterhin für brasilianisches Lebensgefühl in der deutschen Hauptstadt sorgen.